Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem neuen Video. Und ja, es kam lange kein Video, ich weiß. Hatet mich einfach, das ist mir gut, okay. Heute zeige ich euch, wie man Maudato-Schneckchen malt. Das ist einer von meinen Werken und ich habe hier auch noch mal zwei. Hier so und dann noch mal eins. Ja, und heute zeige ich euch, wie man das einfach zeichnet. So schwer ist das jetzt nicht, also für diejenigen, die es noch nicht können. Und ja, fangen wir an, wenn die Kameraführung nicht so gut ist. Ich muss alles mit der rechten Hand machen, weil ich Rechtshänder bin und ich kann nur zeichnen so. Und muss mit der linken Hand die Kamera halten und dann so halten, dass ihr das sehen könnt. Das wird ziemlich kompliziert. Also, wir fangen erstmal mit dem Körper an. So, wir malen hier. Das ist fast wie ein Rechteck, aber wir gehen nur noch weiter runter. Dann gehen wir hier rüber und dann hier. Dann haben wir erstmal den Körper. Dann kommen die Augen. Mit so einem kleinen Halbkreis für so Lichteffekt. Dann sieht das noch ein bisschen niedlicher aus. Und das machen wir auf der anderen Seite gleich genauso. Am Anfang sieht das vielleicht nicht so gut aus, aber das ist Übungssache. Dann kommt hier der Mund. Und dann kommt hier die Krawatte. Ich weiß nicht, ob ich die Krawatte denn immer falsch zeichne, weil ich mache hier noch so ein Häkchen und dann habe ich die Krawatte. Ich denke immer, da kommt noch sowas hin, aber ich glaube aber nicht. Und dann hier kommt noch dieses Stofffetzen, der da dran genäht wird. Und dann ist die Schnecke auch schon fertig. Ihr könnt auch dann später dann noch einen Zylinder hinzufügen. Soll ich dafür noch ein Video machen, weil ich habe jetzt gar keinen Platz. Und wir können sie dann auch jetzt auch ausmalen. Ja gut, mit Blau. Ich habe die falsche Schnecke. Scheiße. Die Schnecke hier. Ich habe ein bisschen ins Auge gemacht. Dann hier den Oberkörper, also den Körper. Den Körper hier. Eigentlich ist er dunkelblau, ich weiß. Aber ich wollte jetzt nicht aufdrücken, damit ich mich auch... ich wollte es ja nur zeigen. Dann ist es einfach nur, das ist einfach nur eine Skizze, dass ihr das vielleicht erkennen könnt. Ich hatte gerade eine rote, aber dann hat die Krawatte rot und ja, dann ist das Schneckchen auch fertig. Wie hier. Ich wollte das hier noch ausmalen, aber sonst, es gibt, also nach Übung kommt dann halt das Niedliche noch rein, aber das ist halt nicht kompliziert eigentlich, die Schnecke, also. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, also meinen Kanal. Und wenn ihr nochmal so Videos haben wollt, zum Beispiel hier die Schnecke mit dem Zylinder und dem Monokel von Zombie, also das Pairing dann Zondado, wenn ihr das auch haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare und gebt ein Like. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ob ich so welche Videos nochmal machen sollte, wäre vielleicht einfach. Ja. Also, tschüss!